Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge von The Weekly Cane. Das wird wahrscheinlich eine Quickie-Folge, weil ja, es halt viele Sachen drin, wo man nicht so tief hineingehen kann oder möchte wegen Spoiler, ne? Auch vor allem voran, weil es eben irgendwelche Events oder Fortsetzungsstories sind. Ich denke, am meisten werden wir uns mit den Schreiber- und Lesertiteln beschäftigen, aber ich glaube eigentlich auch nur bei Themen, nur bei einem eigentlich so wirklich, vielleicht noch bei einem zweiten, beim dritten werde ich wohl auch nicht so tief reingehen, ne? Ja, und zwar habe ich hier dabei von Christian Demeter Dead Herd, ne? Aus der Schreiber- und Leser-Noir-Reihe, ne? Nach einem Roman von Douglas Kennedy. Und das ist auch ganz klar mein Wochenhighlight. Also das Ding hat mich abgeholt. Schön, schön. Aber richtig abgeholt, ne? Das hat so die Vibes von einem Film wie Wolf's Creek, ein bisschen gepaart mit Wrong Turn, nur ohne eben, naja, die Inzestiösen, ne? Obwohl hier auch, im Endeffekt ist es auch ein Inzestdorf, wobei sie den Inzest umgehen mit Regeln, aber okay, dazu später mehr, ne? Und wir lernen den guten Nick kennen. Der ist Amerikaner und macht gerade eine Reise durch Australien, ist eigentlich ein Journalist, ne, und wie gesagt, er schaut sich halt jetzt das Land hier an, ne, und es geht auch schon gleich sehr sozialkritisch los in seiner ausgewählten Stadt, wird uns erklärt, wie schön doch die Strände sind, ne, und wie viele schöne Bars und Casinos es gibt, und die Frauen sind ja so toll, ne, und wir sehen halt immer zu dem Ding hier halt, hey, schöne Strände, besoffen am Strand. Wir sehen Bars und Casino, ja, die besoffenen Drogen, vollgepumpten Spieler auf der Straße, ne? Und wenn wir an die tollen Weiber denken, da sehen wir hier natürlich eine Prostituierte, die gerade auf offener Straße gerammelt wird, ne? Ja, das ist schön. Also ist schon voll mit Sozialkritik, ne? Wird auch noch ein bisschen heftiger dann, ne? Jedenfalls, Niki findet da diesen Ort dann halt auch nicht so geil und denkt sich, hey, komm, ich fahre einfach durch das ganze Land. Kauft sich einen VW-Bus von einem Hippie, viel zu teuer, das war schon gleich mein erster Gedanke, Alter, das Ding ist 30, 40 Jahre alt, ne, nicht ordentlich gewartet, das sieht ein Blinder mit Krückstock und du gibst $2,500 dafür aus. Jedenfalls bricht er nun mit seinem VW-Bus auf, ne, und trifft unterwegs eine junge Dame, eine Tramperin, ne, und die gute Angie, ne, und er nimmt sie mit. Sie hat kein klares Ziel, sie will einfach nur Australien erkunden, ne, dementsprechend passt das. Sie machen sich halt zusammen unterwegs, teilen sich die Zigarren, teilen sich das Bett und teilen sich den Schnaps, prügeln sich munter durch die Gegend, ne. Perfekte Frau, ne, also wie gesagt, die beiden kommen sich halt immer näher, ne. Nur eines Tages, macht der gute Nick plötzlich in so einer komischen, lottrigen Scheune in brütender Hitze auf und wird von irgendeinem Dude mit einem Wasserschlauch abgespritzt. Ist, als würden lauter Engelchen auf uns abspritzen. Und bekommt dann plötzlich offenbart, ey, hier, du hast die Angie geheiratet, du musst jetzt in unserem Dörfchen hier bleiben, ne? Und hast hier dich zu integrieren, ansonsten Maulschelle auf gut Deutsch. Ne? Und das Dorf ist nicht besonders groß, es ist halt ein ehemaliges Bergwerksdorf, ne? Nur die Mine ist halt stillgelegt worden, wo die halt alle gearbeitet haben nach einem Unglück. Und ja, wir haben jetzt hier im Endeffekt noch mit drei Großfamilien zu tun, die aber auch scheinbar alle schon verwandt und verschwägert sind, weil die sehr darauf achten, dass nichts Inzestiöses passiert. Sprich, die Teens, die 14- bis 15-jährigen Teens, die kriegen eins auf die Fresse, wenn sie miteinander rummachen. Hand! Ja, das ist deine Hand. Sehr gut. Wir werden alle sterben. Ist natürlich schlecht, wenn keine anderen Partner da sind, außer eben die eigene Familie, und das will man natürlich unterbinden. Ne? Was ja schon fast clever ist, aber vielleicht sollte man einfach, naja, seine Kinder nicht von anderen Kindern fernhalten. Ne? Vor allem, wenn sie gerade in eine gewisse Phase des Lebens eintreten, weil wenn kein potenzieller Partner da ist, ja, dann macht man es halt untereinander. Ne? Es ist einfach so. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ne? Ja, jedenfalls ist er nun hier in diesem Dorf. Ihm wird gesagt, er muss hier bleiben, er muss sich integrieren, er muss mitarbeiten, er muss Angie Kinder gebären, ne? Und sollte er einen Fluchtversuch machen, ne, wird er halt getötet. Ne? Er wird hier auch ziemlich brutal behandelt, ne? Aber er versucht sich erstmal zu integrieren in der Hoffnung, irgendwann eine Möglichkeit zur Flucht zu bekommen. Aber
Big Daddy, der Boss der Familie oder dieser Gemeinde, der mag, Nick mal so überhaupt nicht. Vor allem, da Nick ein besserer Mechaniker ist als Daddy, und Daddy mag nicht, wenn jemand besser in irgendwas ist als er selbst, ne? Ja, es ist richtig abgefuckter Shit. Aber echt ein geiler Thriller. Ich fand das richtig geil, das Ding würde ich gern verfilmt sehen, wahrscheinlich. Gibt's dazu einen Film, ist ja auch, beruht ja auch auf einem Roman. Ich fand das wirklich richtig geil. Und die Zeichnung von Demeter kommen hier richtig geil. Also egal, was ihr mir sagt, hier sehen die mal richtig, richtig geil aus. Er ist halt auch ein Künstler. Es sieht bei ihm halt immer so ein bisschen anders aus. Es sieht nicht immer 1:1 aus. Ne? Ich habe hier noch zwei andere. Aber hier kommt's mit meiner Meinung nach so am coolsten rüber. Ne? Richtig geile Story. Ich hatte richtig Spaß. Das Ding kriegt eine riesige Empfehlung von mir, ne, und ist mit auch ganz klar mein Wochenhighlight an dieser Stelle. Ja, dann habe ich auch noch dabei von Demeter Swinging London, ne? Christian ist hier wieder der Zeichner. Geschrieben ist das Ganze jetzt von Thomas Bennett, ne? Wieder aus dem Hause Schreiber und Leser Noir. Tolles Ding, sage ich euch gleich wieder vorweg. Ne, liegt aber auch schon, ich glaube, seit 2 Jahren hier auf meinem Lesestapel, ne? Also es war auch mal eine merkheftige Bestellung. So, dann habe ich hier Swinging London von Schreiber und Leser Verlag. Ne, klang so nach einem Thriller, sieht auch ganz nett aus. Wir lernen den Guru, den hier, das ist der hier, Indaranath Ray kennen. Ich werde ihn nur Ray nennen. Ne? Ich finde das Ganze ein bisschen herablassend. Und ja, dieser hat einen Kumpel, und zwar den Rockstar Jasper Brown, ne? Und der gute Ray bekommt einen Anruf eines Tages, jo, hier, der gute Jasper hat sich die Birne weggeblasen und nebenher noch seine Villa in Brand gesetzt, ne? Ist jedenfalls tot, ne? Herzliches Beileid und so weiter. Nur der gute Ray findet das halt alles sehr komisch, es gab kein Anzeichen dafür, für den Selbstmord, und seine Freundin ist auch so ein bisschen verwirrt, wieso, weshalb, warum, ne? Wieso sollte der sich töten? Da kann doch was nicht stimmen. Da kann doch was nicht stimmen. Und dann lernen wir aber noch jemanden kennen, und zwar eine Reporterin namens Cassandra, wo haben wir sie? Hier, ne? Die Sache auch ein bisschen komisch findet, denn auch sie war einst mit Ray zusammen und kannte deswegen auch den guten Jasper, und ja, irgendwas kommt da nicht ganz hin. Das stimmt doch irgendwas nicht, ne? Und nun tun sich die beiden zusammen, ne? Führen dem Management ein bisschen auf den Zahn, ne? Und bekommen dann sehr fragwürdige Bilder in die Hand, ne? Die eine riesige Drogen- und Sexverschwörung innerhalb der Regierung und der Gerichte und der Politik aufschlüsselt, ne, die mit Satanismus noch kombiniert ist und richtig hart abgeht. Also Jungs, das glaubt ihr niemals. Ich glaube es. Seit wann denn? Jetzt überleg mal, Kleiner. Das Ding ist auch einfach richtig stark, ne? Und viel mehr möchte ich auch gar nicht so sehr dazu sagen, weil es hat ein paar geile Ideen und ein paar geile Wendungen, und die möchte ich nicht vorab spoilern, ne? Aber es ist schon richtig, richtig geil. Interessant dürfte auch diese Frau sein, die hier relativ am Anfang plötzlich neben dem guten Ray im Auto sitzt, oder halt auch nicht. Diese Frau begegnet uns nämlich mehrfach in diesem Band wieder, und das vor allem auch nochmal auf der letzten Seite etwas versteckt, ne? Und das könnte nochmal alles, was wir jetzt gelesen haben, nochmal so ein bisschen auch auf links drehen. Das heißt, diese Frau, dieses Auftreten dieser Frau, die auch künstlerisch anders gestaltet ist als der Rest des Comics, gibt ganz viel Interpretationsspielraum, ne? Und das finde ich auch ganz geil, ne? Ich denke, ihr seht schon, also anhand der Bilder, die ich jetzt euch jetzt schon gezeigt habe, der Zeichenstil ist jetzt anders als bei Dead Hurt, ne? Wir haben hier stärkere, härtere Kanten. Die Farben liegen nicht unbedingt genau auf den Figuren. Das ist auch Absicht. Man geht halt dann auch mal hier zum Beispiel bei dem Typen, geht man einfach auch mal mit dem Rot von den Haaren auch einfach mal so ein bisschen auf die Klamotten rein, ne? Also sprich, die Farbe ist nicht
punktgenau auf den Linien gesetzt. Ne? Also es ist künstlerisch, geht das jetzt trotzdem, obwohl es derselbe Künstler ist, in eine ganz andere Richtung. Ne? Das ist ja absurd. Es ist auch ein richtig, richtig starkes Werk. Ich fand halt Dead Hurt, fand ich halt ein Stück besser, ist aber auch eine geradlinigere Story mit Horrorelementen. Ne? Und das ist halt einfach so ein Krimi-Thriller oder sogar Psycho-Thriller, ne? Kann man jetzt drüber streiten, ne? Der halt auch immer wieder versucht, einen zu überraschen und mit ein paar Wendungen daherzukommen. Ne? Kriegt aber auf alle Fälle auch eine riesige Empfehlung von mir. Da wir jetzt schon zwei Werke von Christian Demeter durchgesprochen haben, habe ich auch noch eins dabei, und zwar Scarface, für, welches halt eine Adaption des gleichnamigen Romans von Armitage Trail ist. Ne? In diesem Land musst du zuerst mal Geld machen, klar? Wenn du davon reichlich hast, hast du Macht. Ich kenne den Film nicht, ich kann also nichts sagen im Vergleich zum Film. Ich würde mir den Film wahrscheinlich auch nie angucken. Also das Comic hat mir jetzt auch keine Lust auf den Film gemacht. Für mich sind aber Film und Comic immer noch zwei unterschiedliche Medien. Ich konsumiere ganz viel im Comic, was ich niemals als Film konsumieren würde, und finde das dann geil und habe dann trotzdem keine Lust, vielleicht eine Filmadaption davon zu gucken. Das ist einfach so bei mir. Ne? Und das Ding hat mir auch Spaß gemacht. Ne? Nach wie vor, das ist halt aber auch jetzt gerade genauso die Liste, wie es mir Spaß gemacht hat. Ne? Dead Hurt ganz oben, Swinging London. Und das ist da im Vergleich sogar noch ganz weit abgeschlagen. Wenn ich wahrscheinlich noch Shutter's Island hätte, wo ich den Film zum Beispiel scheiße finde. Aber das, was ich hier von Shutter Island immer in den Vorschauen bei allen drei Bänden gesehen habe, hätte ich schon Bock, mir da die das Comic zu anzugucken, sage ich euch gleich. Ne? Und das wäre wahrscheinlich hier auch noch davor. Ne? Gut, wir sind halt in der Zeit der Prohibition. Ne? Wir lernen den guten Tony kennen, ne? Der ja gerade einen Gangsterboss erschossen hat, ne, weil der gute Tony ja mit der Freundin des Gangsterbosses unterwegs war, ne, und darüber hat er sich halt einen hohen Posten eben bei einem anderen Gangsterboss besorgt, ne, und darf dadurch da so ein bisschen überall mitspielen, so, ne, und steigt halt immer weiter auf einfach, ne. Weißt du, was Kapitalismus ist? Angeschissen werden. Es wird dann aber leider auch für ihn dann ein Stückchen zu heiß, weswegen der gute Tony erstmal von der Bildfläche verschwinden muss. Das Gute ist, es herrscht gerade Krieg in Amerika. Ach, Krieg in Amerika. Es herrscht gerade Krieg in Europa, also ja, ist er erstmal unter. Und hier wird der gute Tony so verletzt, ne, dass er danach gezeichnet ist. Er hat eine Narbe quer übers Gesicht laufen, ne, was ihn halt den Beinamen Scarface dann einbringt. Aber es würde natürlich niemand wagen, ihn so anzusprechen, ne. Und nun zurück, versucht er natürlich dort anzuknöpfen, wo er aufgehört hat, und sogar noch viel weiter zu gehen. Ne? Also erstmal fängt er wieder als kleiner Bubi an, ne? Aber versucht dann halt immer wieder höher aufzusteigen. Das Problem ist, ihm ist ein ganz bestimmter Polizist auf den Fersen, mit dem der gute Tony sehr stark verbunden ist. Ne? Würden Sie gern scharf sein? Wie all die anderen Typen, Mann? Nee, nee. Ja, mehr sage ich dazu auch nicht. Schaut euch den Film an oder holt euch das Comic. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Hätte ich auch ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Hier erinnern die Zeichnungen jetzt wieder ein bisschen mehr an Dead Hurt. Wobei wir hier aber immer ein Farbthema haben. Ne? Also wir haben hier auch nicht so viel Auswahl an Farben. Wir haben hier Grün-Gelb-Töne. Ja, so heißen die Farben. Richtig Comic-In. Ja, das trifft es eigentlich. Weg, ne? Ein paar Blautöne am Anfang und Blautöne am Ende. Aber die Hauptfarbe ist in erster Linie gelb-grünlich. Ne? Und das hat halt alles auch dann so einen Filter. Selbst wenn mal eine andere Farbe da ist, sieht so aus, als hätte man nochmal mit Gelb drüber gemalt, ne? Um das halt so ein bisschen so einzufangen. Ne? Also es ist so vom Stil her, ist das schon was ganz Eigenes, was die Farbgebung angeht. Ne? Nur ich bin halt nicht wirklich gut in der Farbenlehre, das wisst ihr. Falls ihr euch gewundert habt, warum jetzt die Cam wieder gewackelt hat, das war schon wieder die Katze, die schon wieder die Aufnahmen hier crashen will, ne? Also wirklich, Farbgebung ist mir hier sehr aufgefallen, ne? Die ansonsten ist aber eben jetzt das Farbsetting ansonsten oder die Farbtiefe so ein bisschen mehr wie Dead Hurt, ne? Also wir sind hier punktgenau, ne? Und auch ordentlich durchgemalt, ne? Auch mit einigen schönen Schattentechniken, ne?
Warum beschäftige ich mich neuerdings mit Farben? Genau, Möbius, nein. Amigo, also die einzigen in dieser Welt, die mir Befehle geben, sind meine Eier. Wie ihr ja jetzt hier seht, ist das halt nicht die Schreiber- und Leserfassung, sondern die süddeutsche Fassung. Der gute Ingo von der Neuen Kunst hatte ja gezeigt, dass er wiederum die Schreiber- und Leserfassung davon hat. Ne? Die habe ich halt in so einem Set bekommen, 5 Bände. 5 solche Krimi-Bände aus dieser Fassung für, glaube ich, 10 Euro oder so. Ne? Und da war halt der dabei. Ne? Und da macht man auch nichts verkehrt. Ich muss sogar sagen, bei den Sachen, die nicht mehr zu bekommen sind, ne, also die ich halt auch nicht dabei hatte, das sind auch nur 7 Titel. Oh, da waren ein paar geile Sachen dabei. From Hell. Ne, also ich glaube, das ist die billigste Fassung, wie man From Hell wahrscheinlich bekommen kann. 20 Euro. Ist auch dick. Ich habe mir den angeguckt, aber der wird nicht mehr für 20 Euro gehandelt. Ne? Also da seid ihr bei 40 Euro. Velvet habe ich. Paul Ost Stadt aus Glas habe ich. Package Gang müsste ich auch haben. Tod eines Mörders. Die Sache mit der Sorge hier. Den könnte man bei Merkheft bestellen, aber nicht in dieser Fassung, sondern in der anderen. Keine Ahnung, wo es erschienen ist, da müsste ich gucken. Und dann wäre hier auch noch das Comic M. Eine Stadt sucht einen Mörder, die hätte ich auch gerne. Muss ich ganz ehrlich sagen, also die hätte ich auch ganz gern. Also, ne, während ich zum Beispiel auf Stadt aus Glas gar keinen Bock habe, nachdem ich mir das so ein bisschen angeguckt habe, ne. Naja, und es gab ja sogar noch eine andere süddeutsche Bibliothek, nämlich die mit den blauen Covern. Da sind auch nette Sachen dabei. Ne? Castro hatte ich sogar mal bestellt aus dieser Fassung, ist dann nicht angekommen, weil die einfach die Bestellung nicht fertig gemacht haben und dann was ausverkauft. Ne? War dann der einzige aus der Bestellung, den ich nicht bekommen habe. Dann war hier Neil Gaimans Sandman mit vertreten. Ne? Gotthöst selbst kenne ich nicht, hätte ich aber Bock drauf. Barfuß durch Hiroshima, ja, habe ich ja vollständig. Dann haben wir hier noch Logicomics. Würde ich mir auch angucken. Also irgendwie hätte ich richtig Bock gerade auf diese blaue Seite. Den hier würde ich noch bekommen, das ist der einzige, den ich gar keinen Bock habe. Gema Bovary, den würde ich bekommen. Ne? Auf den habe ich gar keinen Bock. Auf den weiß ich nicht. Das ist von Robert Crumbs. Das soll ja mal ganz gut sein. Ich habe da noch nie was gesehen. Genesis, Wilson habe ich, aber nicht in dieser Fassung. Fräulein Else würde mich jetzt auch nicht interessieren. Ihn zumindest nicht optisch so auf den ersten Blick. Und Ein neues Land, das sieht auch ganz cool aus. Das muss ich mir auch angehen. Also, da sind schon ein paar tolle Sachen in dieser Bibliothek erschienen. Habe ich halt nur alles verpasst. Liegt doch daran, weil es das nur so bei uns gab. Weil ich habe damals schon gewusst, dass Barfuß durch Hiroshima in dieser Fassung erschienen ist. Also, nett finde ich das. Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch eigentlich, soweit ich das mitkriege, top gewesen, weil es ist im Endeffekt die Hälfte. Ne? Der Band kostet bei Schreiber und Leser 20 Euro, hier kostet in der Fassung 10 Euro. Aber man merkt auch einen qualitativen Unterschied zwischen dem und dem. Das geht schon mit dem Cover los. Ne? Das ist hier, keine Ahnung, es fühlt sich so an, wie wenn ihr Gips euch um den Arm wickelt, kennt ihr ja, ne? diese Maserung. Ne? So ist das hier gemasert. Ne? Hat auch nichts wirklich Schönes, fühlt sich auch nicht wirklich wertig an, anders als jetzt das. Es ist auch viel dicker das Cover. Das Papier ist so ein dünnes, durchsichtiges Papier im Endeffekt. Und das Ganze riecht nach Essig. Nach Rocky Balboa Art. Na, also. Na, also. Als ich das dann aufgeschlagen hatte und ich den anderen beiden hatte und dieser Geruch mir entgegengeschlagen ist, oh, das war eklig. Das war richtig unangenehm. Also dieser Essiggeruch von diesen Bänden, das ist echt unangenehm. Gut, dafür habt ihr ein Lesebändchen. Ne? Lesebändchen. Ne? Und wir haben sogar, ich werd bekloppt, ein Lesebändchen. Mein Gott, was will denn der Comicleser von heute mehr als ein Hardcover mit Lesebändchen? Die Idee aber von der Süddeutschen sowas zu machen, finde ich gut. Ne? Also, ne, wie gesagt, qualitativ kann das halt nicht mithalten mit dem anderen. Aber es ist halt sind gute Comics für einen schmalen Taler, die, wo ich auch sagen würde, das, was ich da so sehe, das sind auch Sachen, den sollte man mal auch ruhig einen Blick widmen. Wieso sitzt du denn schon wieder im Eimer? Hier, sie ist eigentlich mittlerweile zu groß. Warum klettert die in den Eimer? Warum kletterst du in den Eimer, Katze? Ist ATB Classic Nummer 12 mit wieder richtig vielen tollen Dachschen Abenteuern, die mir alle viel, viel Spaß gemacht haben. Ne? Bei einer Story
falls ein Donald Disc zuguckt, würde mich halt interessieren, ob die vielleicht falsch übersetzt wurde, und zwar Jugenderinnerung. Dagobert und Oma Duck sind auf einem Raddampfer über dem Mississippi unterwegs. Und plötzlich erzählt Dagobert einen Schwank aus seiner Jugend. Aber dieser Schwank aus seiner Jugend funktioniert für mich nicht so ganz, weil wir hier mit Vorfahren von Daniel Düsentrieb zu tun haben und Vorfahren von den Panzerknackern, wie das zeitlich funktionieren soll. Könnte es vielleicht sein, dass Dagobert hier einfach nur eine Geschichte erzählt, die er mal gelesen hat? Oder erzählt Dagobert hier von einem eigenen Vorfahren? Also die Story fand ich ein bisschen komisch, wobei natürlich von der Zeit des Entstehens könnte natürlich wirklich Dagobert dieses Abenteuer noch erlebt haben, ne? Aber die anderen Figuren finde ich dann halt so komisch, wie eben die Panzerknacker in diesem Fall und Daniel Düsentriebs Opa. Das haut das irgendwie so ein bisschen raus. Also die fand ich nur in der Übersetzung dann so ein bisschen komisch. Aber ansonsten echt wieder tolle Abenteuergeschichten, die echt viel Spaß gemacht haben, aber auch natürlich normale Entenhausener Geschichten, die einfach nur witzig sind, ne? Also es war wieder ein rundum gelungener Band, der mir viel Spaß gemacht hat, ne? Dann habe ich endlich mit 2 Wochen Verspätung endlich auch den 12. Band von Gens bekommen. Und ich fühle mich da auch von Tal Lia wirklich verarscht, ne? Die wollten mir jetzt halt erzählen, ja, es liegt an den Verlagen, dass sie halt den Band und die Kentaro-Bände nicht bekommen haben. Wenn ihr Gens eh bekommen habt, dann habt ihr auch den bekommen. Wollt ihr mich verarschen? Die sind am selben Tag erschienen. Also ich fühle mich wirklich verarscht. Und vor allem jeder Hinz und Kunst bei Instagram postet Fotos von Gens und Kentaro. Und Talia schickt mir den Scheiß nicht zu. Also irgendwas stimmt doch da nicht. Also kann doch nicht sein, dass nur Talia, der einzige Buchhändler in ganz Deutschland, die Mangas nicht bekommen hat. Und jeder andere verkauft's? Klar. Ich weiß nicht. Also ich fühle mich irgendwie wirklich verarscht. Ich hatte einfach gedacht, die haben den Rest der Bestellung versaubeutet. Ich hatte erst angerufen, aber irgendwie, ich war da nicht so zufrieden mit. Da habe ich nochmal eine Mail geschickt und komischerweise, dann wurde mir der wenigstens zugeschickt. Aber die anderen beiden fehlen halt immer noch die Kentaro-Bänder, ne? Nein, doch. Oh. Wir haben Zeit auch immer noch mit den Riesen-Aliens zu tun, die halt die Erde im Endeffekt überrannt haben und überall auf der Welt Menschen entführt haben und, naja, zu Futter verarbeitet haben, ne? Und gegen die müssen wir halt immer noch kämpfen. Wir befinden uns halt auf deren Mutterschiff, ne? Und ja, unsere Freunde von Gens versuchen halt gegen diese nun zu bestehen, ne? Was eine riesige Herausforderung ist, ne? Und dieses Ding macht ein paar moralische Sachen mal aufwerfen. Das hatten wir, ich glaube, eigentlich nur in Band 1 mit den Laucherianer und dann später nochmal, nachdem nur noch Kurono übrig war und diese eine Alienrasse da bekämpft hat und dann aber den letzten von denen nicht getötet hat, die dann danach die Schule angegriffen hatten. Ich glaube, das war das die einzigen 2 Punkte, wo wir mal so ein bisschen moralisch die ganze Sache in Frage gestellt haben, ob es richtig ist, jetzt diese Aliens zu töten, ne? Und das wird hier auch aufgeworfen, indem wir halt eben wirklich sehen, diese Aliens sind nichts anderes als wir Menschen, ne? Wir haben ja auch eine außerirdische Frau, die ja Kurono und seiner Freundin ich weiß gar nicht, wie sie heißt jetzt gerade, Kae, ich weiß es nicht, die ganze Zeit, Tae heißt sie, die ganze Zeit unterstützt und hilft bei der Flucht, ne, und darüber wird uns halt klar, die normalen Bürger dieser Aliens sind halt wie wir, sie sind Menschen, wir sehen Omas, wir sehen Enkelkinder, wir sehen normale Kinder, die um ihre Mutter trauern, die gerade von irgendwas erschlagen wurden. Also da geht ganz hier emotional auch ab, dass man halt auch diese Aliens eigentlich nicht verteufeln kann. Klar, die Soldaten ist eine andere Sache, ne? Das ist so eine Sache, und das finde ich auch gut, dass man mal diese Gegenüberstellung nimmt. Egal, was wir schon gesehen haben, was die eben vorab gemacht haben, ne? Fand ich das an dieser Stelle ganz nett, ne? Des Weiteren kommt eine weitere Komponente hier herein, die mich so ein bisschen an den Irakkrieg erinnert hat. Denn da sind damals ein paar Fotos von US-Soldaten rumgegangen, die halt die irakischen Soldaten sehr bloßgestellt haben und gefoltert haben. Dazu gibt es leider ein paar Szenen, die genau das aufgreifen, die sowas auch wieder darstellen. Und die haben mich teils sehr verstört. Also da waren auch ein paar Sachen, die waren einfach so drüber. Okay, der Grundgedanke ist halt, wir haben hier ein reales Vorbild und das wird adaptiert. Und im Endeffekt geht es uns in dieser Reihe auch immer nur wieder darum, uns zu zeigen, dass die Menschen scheiße sind. Du bist ein ganz unhöfliches Ding. Das ist für mich auch das Endfazit dieses letzten Bandes nochmal gewesen. Ne, Corona rettet alle, ist auf der Erde, er ist sicher.
Und jetzt verlangen alle von ihm, geh da hoch und lass dich töten von diesen Aliens, weil ey, ansonsten sterben wir ja. Und die feiern das auch noch, dass Kuruno getötet wird. Und dabei sind gerade schon mehrere Millionen Menschen von den Aliens gefressen worden und getötet und durch ein Säurebad aufgelöst worden. Und du fragst dir, was geht denn mit euch ab? Seid ihr irgendwie bekloppt oder was? Ne, der hat für euch sich geopfert in einer Tour. Ne? Es ist ja noch okay, dass man ihn bittet, ey, kannst du, du bist wahrscheinlich der Einzige, der den besiegen kann, okay. Also dann geh da hoch und lass dich töten. Ey, jetzt verreckt der endlich. Fand ich ganz schlimm, ne? Also moralisch ist dieses Ding, also ich würde fast sagen, ey, schade, dass die Aliens nicht gewonnen haben, ne? Ich glaube, die sind die moralischere Instanz. Interessant ist, uns offenbart sich hier jetzt die Macht hinter Gans. Gott. Möchte ich jetzt mal sagen, es ist nicht wirklich Gott, aber für uns in dieser Fassung wäre er Gott. Er sagt uns aber auch klar, es gibt keinen Gott. Ne? Also, ne? Und dieses Wesen ist echt genial. Es haut, es beantwortet alle Fragen, die man ihm stellt, aber die Antworten gefallen nicht unbedingt. Ne? Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick, diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Zum Beispiel sagt er ganz klar, ja, wir haben uns einfach nur entschieden, den Menschen zu helfen. Eigentlich gibt es keinen Grund. Die Menschen sind es nicht wert. Menschen sind auch nicht mehr als Gegenstände. Sie sind bedeutungslos und untermauert das auch mit einer echt verstörenden Sache. Ne? Irgendwie fand ich gerade diesen Dialog zwischen eben den Leuten von Gans und diesem Gotteswesen richtig geil. Also da könnte man ganz viel anfangen aufzugreifen und zu besprechen. Das ist mir dann aber alles zu spoilerlastig hier, ne? Wo wir halt wirklich bei Philosophie ankommen, ne? Und das geht auch wirklich über mehrere Kapitel. Also das war ein wirklich inspirierender Teil mitten in der Handlung, ne? Bei dem man sich sogar fragt, war der jetzt nötig, ne? Aber an sich hatte er ein paar richtig geile Ansätze, ne? Also ich hatte einfach wirklich viel, viel Spaß, ne? Aber leider offenbart sich, oh, jetzt habe ich hier wieder einen Riss reingemacht. Ich hatte keinen Riss, bis gerade eben. Ich plättere ein bisschen durch für euch und bums, ist wieder so ein komischer Riss drinne. Oh, das ist auch bei keiner anderen Reihe so. Es ist nur bei dieser Reihe, dass das passiert. Ärgert mich. Naja, egal. Ich hätte gerne auch irgendwie ein bisschen mehr verstanden hieraus, wie Gens eh möglich sein soll. Wir erfahren jetzt hier, diese Gens-Waffen gibt es seit knapp 100 Jahren. Ich bin mir nicht sicher, ob das so ganz hinkommt. Könnte hinkommen mit der Edo-Zeit, oder? Nee, eigentlich nicht, oder? Edo ist noch mal 50 Jahre vorher gewesen, oder? Also, ich bin da gerade so ein bisschen echt, sag ich mal, ich hätte gehofft, dass mir so ein paar Hinweise vielleicht darauf gegeben wird, wie Gens eh funktionieren kann. Ich habe ja auch noch den Verdacht, dass es die Zukunft sein kann. Aber irgendwie, was ich halt auch vermisst habe, man geht gar nicht darauf ein, dass eigentlich so, na, sagen wir mal, 2/3 der Menschheit ausgelöscht wurde. Darauf geht man eigentlich auch nicht noch mal wirklich ein. Dass halt wirklich nur sehr wenig noch am Leben sind jetzt nach der letzten Alien-Attacke. Da hätte mir vielleicht auch noch ein bisschen Input gefehlt. Ich hätte halt gern noch ein Epilog-Kapitel gehabt. Das wäre eigentlich alles gewesen. Dann wäre ich zufrieden gewesen und das fehlt. Wir kommen einfach zum Finale Schlacht. Finale Schlacht beendet. Noch einmal Happy End sehen und dann kein Epilog. Das fand ich ein bisschen schade, aber wirklich wieder sehr gut. So, jetzt kommen wir dann zu Marvel. Ich habe gelesen Secret Empire in der Hachette-Variante. Na, ja, ich liebe dieses Event. Das ist wirklich ein richtig starkes Event. Ist ein bisschen schwierig, nur jetzt so direkt reinzusteigen, wenn man die Cap-Reihe nicht gelesen hat, weil man halt wirklich überrollt wird von den ganzen Sachen, auch wenn wir hier eine, die Ausgabe 0 haben, die uns wirklich noch zeigt, wie Hydra an die Macht kommt, ne? Also Secret Empire ist ja das Event, wo Hydra Cap mit Hydra eben die Amerika erobert. Die mächtigsten Helden sind außerhalb der Erde hinter einem Schild gefangen und die meisten Superhelden, die sonst noch übrig sind, sind in New York in der Darkhold Force gefangen. Ich habe eine Jahre Deutsches studiert, ja. Aber ich habe alle vergessen. Ne, kommen also auch nicht raus und kämpfen dann im Endeffekt ums Überleben, weil nur die gute Dagger ab und zu mal für ein paar Lichtstunden sorgt und das wird auch geschwind weniger, weil ja, Dagger halt auch langsam ausbrennt. Ne? Also es sind nicht allzu viele Helden übrig, der Widerstand ist halt wirklich ein Witz. Das sind halt die Champions, Hawkeye und Black Widow.
und Ant-Man und Mockingbird und es war noch einer. Noch Iron Man, aber nicht der echte Iron Man, ne? Der Holo-Iron Man, ne? Die hier halt irgendwie versuchen, noch Hydra irgendwie das Wasser zu reichen und eben den guten Cap zu besiegen, ne? Und in der dunkelsten Stunde des Widerstands erfährt der Widerstand, hey, das ist nicht Captain America, das ist ein erschaffenes Wesen von Kubik, womit wir bei der Pleasant Hill Storyline wären, Stand-Off, wo das ja alles losgetreten wurde, ne? Was dadurch wieder Hoffnung gibt, wenn man alle Teile des Rubik's Cube findet, dass man dann vielleicht das alles wieder rückgängig machen kann, ne? Nur leider, sucht auch Cap diese Teile, um genau das zu verhindern, ne? Richtig geiles Event. Ich würde auch sagen, der erste Teil ist im Endeffekt eigentlich eine riesige Black Widow Story. Also ich würde sagen, so bis zu den letzten Ausgaben ist eine riesige Black Widow Story und danach wird es nochmal eine Captain America Story erst, ne? Das sind so diese Hauptknackpunkte. Klar, wir haben natürlich diese Teams, die überall agieren, aber erstmal dreht sich alles eigentlich um Black Widow und am Ende um, naja, einen Captain America. Ne, und dann vielleicht um alle Captain Americas. Ne? Es ist wirklich gut gemacht. Ich habe richtig viel Spaß. Wir haben sehr viele Künstler dran, die sich hier auch abwechseln. Am besten gefällt mir dabei, ganz ehrlich, Andrea Sorrentino, der für mich eigentlich so die beste Panel-Gestaltung hier hat, wie man hier an sowas sieht. Ne? Und auch die Figuren haben immer sowas Düsteres. Ist vielleicht nicht ganz so passend für das Event. Ich sehe ihn halt mehr als Horrorautor. Aber ich fand das ganz nett. Was mir nicht gefiel hier ist der Hulk, der ist mir zu schmächtig, ne? Aber es sind halt eben auch immer andere Künstler mit dran, die hier irgendwas darstellen, ne? Zum Beispiel auch die Szenen, die eben im Rubik's Cube spielen, die sind halt auch nochmal von einem anderen Zeichner, wenn ich jetzt mal da eine finde hier. Die Szenen spielen im Rubik's Cube, die haben auch nochmal was ganz Eigenes, ne? Also es ist echt gut gemacht, was man hier optisch dargeboten kriegt und welche alles dran ist, ne? Und wie gesagt, gerade auch durch diesen Wechsel der unterschiedlichen Künstler, und es ist ja sehr schwer, Künstler für ein Heft zu haben, mehrere Künstler, die da sich perfekt ineinander übergehen, aber es funktioniert hier wunderbar und dann ändert sich mittendrin auch die komplette Panelstruktur, finde ich schon mal geil. Trotz allem gibt es ein, zwei Punkte, die ich kritisieren möchte. Ich finde, es ist wirklich ein richtig geiles Event. Ich glaube, das ist auch eines, das zählt mit Sicherheit in meinen Augen zu den besten Marvel-Events. Ich würde sagen, Civil War, Secret Wars und das kommt doch etwa hin, wenn ich die als die besten Events bezeichne, ne? Anderen sind aber auch eigentlich immer unterhaltsam gewesen, aber ich würde mal die drei jetzt als die besten bezeichnen, aber so ein paar Kritikpunkte habe ich. Und zwar zum Beispiel fehlt mir ganz klar so eine Zeitangabe. Ich weiß echt nicht, wie viel Zeit zwischen dem Kampf in New York und dann später in Washington vergangen sind bis zum Beginn des Jetztes, ne? Und das ist natürlich ganz schwer, weil man sich einfach nicht vorstellen kann, dass halt wirklich plötzlich alle Amerikaner so Nazi-mäßig drauf sind, ne? Stop killing people! Ah, come on, Mayor! They're Nazis! Auch wenn wir wissen, dass die Hälfte der Amerikaner Nazis sind, das kriegen wir ja oft genug mit, aber es ist schon sehr übertrieben und weird und das hätte ich eine höhere Zeitangabe gebraucht, um zu sagen, jo, auf die Art wurden jetzt hier alle so weit manipuliert, ne, um das ein bisschen mehr rüberzubringen, ne. Das ist so ein großer Kritikpunkt. Dann haben wir in dieser Story einen Verlust, ich spoilere ihn, weil ihr wisst ihn alle, Black Widow. Noch innerhalb dieses Events wird uns bereits berichtet, dass sie doch nicht tot ist oder höchstwahrscheinlich nicht tot ist. Und das wurde uns ja dann auch schon in ein oder zwei Monate später in der Miniserie Tales of Suspense Hawkeye Winter Soldier uns ja auch erzählt, dass sie wieder lebt. Ne? Das heißt, es war halt ein Tod, der aber mal überhaupt keine Bedeutung hat. Nein, wisst ihr was? Scheiß auf das hier! Oh, jetzt tut doch nicht so schockiert, ihr Heuchler. Ihr wisst doch, wie das hier läuft. In ein paar Monaten erweckt ihn ein magisches Amulett wieder zum Leben oder wir finden ihn aus einer anderen Dimension und er ist genau wie der, den wir hatten. Ne?
Also normalerweise hat ein Tod wenigstens ein bisschen Bedeutung, auch wenn wir wissen, dass die meisten Figuren wiederkommen. Aber echt mal zu sagen, ey, die kommt gleich wieder, die ist gar nicht wirklich weg, das fand ich schon ein bisschen weird, ne? Aber ansonsten tolles Event, auch eben diese Gegenüberstellung dieser zwei Amerikas und wie dieses Amerika sich eben aus der, dieses Hydra-Amerika sich im Endeffekt aus der Unzufriedenheit der Menschen gebildet hat. Und ich habe da auch ganz viele Spiegelbilder gerade zu unserer jetzigen Situation gesehen, ne? Als das erschienen sind, waren wir ja noch weit weg von Corona, aber ich sehe da ganz viel auch gerade mit dieser Gespaltenheit, die vor allem ganz schlimm in Deutschland ist. Also wir sind da wohl ganz weit vorne dabei mit den Flacherdlern. Für einen politischen Staatsstreich da. Aber an sich ist es ja weltweit, dass überall Flacherdler auftreten. Fake News. Ne? Sehe ich das halt auch wieder gegeben. Irgendwelche Nazis, die ihre Nazi-Parolen rumrufen und eben irgendwelche Flacherdler sagen, jo, Attila, du hast recht. Sieht man ja hier, die sind ja noch nicht mal für Argumente zugänglich. Die haben gar keine Argumente. Ne? Sowas in der Art. Und es ist ja so, wer sich diese ganzen Reden anguckt, das sind Nazi-Parolen zu über 90%, die diese Flacherdler da raushauen. Und da unten stehen die Leute, die ja angeblich nur berechtigte Kritik haben und stimmen dann den Nazis zu. Dumme Idioten, ne? Und das sah ich hier halt auch ganz gut wiedergespiegelt irgendwie. Irgendwie hat das da so ein kleines bitteren Beigeschmack auch an dieser Stelle gehabt, weil wir uns gerade in so einer Situation befinden, ne? Und gerade auch bei uns in Deutschland, dieser Rechtsruck ist ja überall zu merken, weil die Leute einfach blöde geworden sind. Ich find's dann einfach schade, dass man so runterguckt auf Leute. Ne? Und lieber einem Nazi glauben als irgendwelchen Zahlen und Fakten. Ne? Das ist halt, da glaube ich lieber irgendein Nazi, der irgendwas erzählt, ohne jeglichen Nachweis, ohne jeden faktischen Beweis. Ne? Ganz ehrlich, ich soll seit letzter Woche tot sein. Ich stehe hier. Ne? Da gibt's diesen Dr. C, ne? Der angeblich behauptet hat, wir sterben alle, spätestens zum 15. September sind alle Geimpften tot. Ich stehe noch hier, so wie fast jeder Geimpfte, ne? Und der Witz ist, dieser Dr. C, der sich dann mit dem beschäftigt, das ist nicht mal Verschwörungstheoretiker, das ist einfach ein Geschäftsmann, der früher hat er hier halt Zukunftsvorhersagen und Kartenlegen und so einen Scheiß gemacht, dann hat er irgendwelche Esoterik-Scheiße verkauft und jetzt verkauft er halt den Leuten Lügen. Und die Leute glauben das. Also ich stehe zumindest noch hier, ich bin nicht gestorben. Der ist nicht mal ein Doktor, das ist ein Markenzeichen. Der steht sogar, wenn man den auf den seine Seite geht, in Trademarket-Zeichen da. Ich weiß nicht, ob es Trademarket ist oder das R, ne? Aber es ist halt ein Markenzeichen. Das ist eine Marke. Dr. C ist eine Marke. Das ist kein Arzt. Und die Leute glauben so eine Scheiße. Aquaman fand den auch nicht witzig. Und die können natürlich dann locker flockig ihre Nazi-Parolen raushauen, weil die Leute zu blöde sind, zu erkennen, dass das Nazis sind. Ach gut, jetzt bin ich schon wieder so abgeschwafft. Das geht eigentlich gar nicht. Das war eigentlich nicht der Gedanke des Ganzen. Dann habe ich gelesen. All New Guardians of the Galaxy. Hier mache ich einfach mal ganz kurz. Dieses Ding, diese ganze Handlung, diese ganze Geschichte, wenn man es als Geschichte bezeichnen will, ist nichts anderes als ein Epilog und ein Prolog. Ne? Also wir gehen von einem Epilog direkt rüber in einen Prolog. Denn als erstes ist das nochmal ein Epilog für den Secret Wars. Wir befinden uns hier nach dem Secret Empire. Nur, dass ihr es wisst, ne? Zeitlich klärt. Ne? Wir befinden uns nach dem Secret Empire. Aber wir befassen uns ausschließlich mit dem Secret War. Oh, Feier. Hätte mich fast erwischt. Denn da wurde nun mal die Realität geändert und davon hat der Grandmaster was mitgekriegt, dass irgendwie alles anders ist. Er kann es aber nicht betiteln und versucht nun herauszufinden, ob seine Geschwister noch seine Geschwister sind. Weil mindestens einer nicht mehr ganz sein Bruder ist, wie er sein müsste. Weswegen er die Guardians darauf ansetzt, etwas aus der Sammlung des Collectors zu entwenden, ne? Um eben ja darüber herauszufinden, was mit der Welt los ist. Über dieses Abenteuer hinaus stellen dann natürlich unsere Freunde fest, dass die Infinity Stones zurück in die Welt gekommen sind. Wir brauchen neue Chancen. Was? Allen voran durch Gamora, die einst mit Adam Warlock zusammen eben im Infinity Stein gefangen war. Und wir erfahren, dass noch ein Teil von ihr im Seelenstein, finde ich wahrscheinlich gerade, im Seelenstein gefangen ist. Und mit dem steht sie plötzlich in Kontakt. Und das ändert ihren Charakter gänzlich. Ne? Und sie verrät auch so das Team immer mal wieder so leicht, sage ich mal. Ne?
Und damit ist das dann eben, geht das eben nahtlos rüber in einem Prolog für Infinity Gauntlet und Infinity War. Oder hieß es Infinity Wars? Wars, glaube ich, ne? Also, sprich, hier wird eigentlich auf das nächste Event gearbeitet, ne? Und ich muss aber sagen, das Ding hat Spaß gemacht. Erstmal super gut erzählt, ne? Immer wieder gute Witze, trotz allem, die ernsten Momente kommen gut daher. Als Garden of the Galaxy. Guardians of the Galaxy. Oh. Ich muss dazu sagen, die Veröffentlichung von Hachette ist schwierig. Sehr, sehr schwierig. Wir haben im Band Nummer 1 die Ausgaben 1, 2, 4, 6, 8 und 10 dieses Runs. Es gibt insgesamt 12 Ausgaben, ihr erinnert euch, ne? Also könnt ihr euch vorstellen, die anderen Ausgaben sind alle hier drin. Und zwar 3, 5, 7, 9, 11 und 12. Bam! Oi. Wieso wurde das auseinandergefügt? Es ist sowohl nachvollziehbar, aber auch grundsätzlich falsch, es so zu machen. Ne? Es ist nämlich so, dass die Hauptstory, die laufende Story, sich immer mit Rückblenden, die vor diesem Run spielen, ablösen. Ne? Also die zwischen Bendis und Gary Dugan spielen. Ne? Und da haben sie gesagt, jo, die packen wir einfach in einen gesonderten Band, diese Rückblenden, wir packen hier nur die Hauptstory rein. Das Problem ist aber, dass diese ganzen Rückblenden immer wieder Input für die Haupthandlung geben. Ne? Wir erfahren in diesen Rückblenden ja erst, was mit Gamora nicht stimmt. Wir erfahren innerhalb der Rückblenden, wieso Groot Baby Groot ist und sich nicht zurückverwandeln kann. Wir erfahren innerhalb dieser Rückblenden, wieso Drax plötzlich Pazifist ist. Sie hat gerade eben von uns dein dunkelstes Geheimnis verraten. Alter, komm, jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Das musste ja so unangenehm sein. Yes, ich. Na? Und, ja gut, bei Star-Lord wäre es jetzt nicht ganz so wichtig, erfahren wir einfach nur, dass er ein paar Infos vom Nova Corp bekommen hat. Ne? Das wäre die einzige Story, wo es halt wirklich nicht so relevant für diese Story war, weil das wirklich erst in Ausgabe 11 oder 12 erst aufgegriffen wurde, die Sache mit Star-Lord. Da wäre es halt wirklich nicht wichtig. Aber die anderen sind halt wichtig und sie sind halt auch immer genau dort einsortiert, wo sie wichtig wären. Ne? Sprich, auf die Gamora-Story wird im drauffolgenden, in der drauffolgenden Heft aufgegriffen. Genauso wie mit Drax. Ne? Bei Drax war es aber im Heft davor. Plötzlich flippt er aus und schlägt um sich. Ne? Und danach kriegen wir erst erzählt, warum er Pazifist ist. Ne? Dementsprechend finde ich diese Sortierung relativ dämlich. Ich habe es aber auch nach richtiger Reihenfolge gelesen. Das heißt, ich habe halt immer hin und her gewechselt. Ne? Starlusche. Auf Starlusche reagiere ich nicht. Aber das hätte ich halt so nicht veröffentlicht. Ich hätte die im ganz normal veröffentlichten, richtige Reihenfolge nach, ne, weil nur so ergibt das Lesen auch wirklich einen Sinn und funktioniert in meinen Augen, ne. Da sind wir halt auch bei der Sache, sollte man erst die Episode 1 bis 3 gucken oder erst die Original-Trilogie, wo man ja auch, ganz klar sagen muss, man sollte zuerst die Original-Trilogie schauen, weil man sich sonst ganz viel wegspoilert, wenn man erst die Vorgeschichten-Trilogie von Star Wars guckt, ne? Und hier ist das eben genauso. Also es funktioniert halt wirklich nur, wenn ihr das richtig schön im Wechsel lest und dann offenbart sich das halt alles, ne? Wie gesagt, ist aber erstmal ein Epilog zum Secret Wars und dann eben ein Prolog zu Infinity Gauntlet. Und da ist halt die Frage, ob man das braucht. Es war unterhaltsam, es gab gute Ansätze, ich hatte viele lustige Momente, die mir echt gut gefallen haben, aber eine eigene Konsistenz hat das Ding eben nicht. Es hat eigentlich irgendwo nicht wirklich eine eigene Existenzberechtigung. Muss ich leider so sagen, egal wie unterhaltsam das Ding am Ende war. Ne? Dann habe ich jetzt noch etwas gelesen. Das habe ich einmal in meinem Leben gelesen, in einer Marvel-Exklusivausgabe. Ne? Habe es mir dann bei Hachette geholt. Es lag etwa ein Jahr auf dem Lesestapel und ich habe es nicht gelesen und ich habe es einfach ungelesen in den Schrank einsortiert. Jetzt war ich aber dazu gezwungen, es zu lesen, weil ich diesen Band lesen wollte und im Vorwort steht, hey, das ist eine Fortsetzung von Wolverine von Chris Claremont und Frank Miller. Also habe ich mich jetzt nochmal an dieses Werk gewagt. Und es ist ja eigentlich auch ein viel gefeiertes Werk. Ich habe keinen Zugang damals gefunden. Ich habe aber seit damals noch einige Sachen gelesen, wo ich damals keinen Zugang gefunden habe, die mich nicht überzeugt haben, wie Waffe X, was ich jetzt richtig feiere. Ne?
Deswegen ich gesagt habe, ich gebe dem Ganzen noch eine Chance, ich schaue mir das nochmal an, ich lese hier anders und wenn ich es halt zum besseren Verständnis der Miniserie mit Shadowcat und Wolverine brauche, lese ich es halt nochmal mit, kann ja nicht schaden. Ne? Ich muss sagen, also überzeugen tut mich das Ganze immer noch nicht. Es würde mich vielleicht überzeugen, wenn man sich mehr Zeit genommen hätte als 4 Ausgaben, weil ich sehe da so das Hauptproblem dieses ganzen Dings. Ne? Und mir fehlt auch ein bisschen dann X-Men-Input, ne? Der uns aber hier vorne halt ein bisschen zusammengefasst wird. Ne? Irgendwann hatten die X-Men mit einer jungen Dame namens Mariko zu tun und Logan hat sich halt in sie verliebt und umgekehrt auch. Ne? Und ja, sie ist aber Japanerin und ist halt eben wieder zurück nach Japan und Logan hat halt ihr natürlich die ganze Zeit Briefe geschickt und die Briefe sind jetzt ungeöffnet zurückgekommen. Da macht sich Logan natürlich Sorgen, steigt in ein Flugzeug, fliegt nach Japan, muss erfahren, ey, deine Mariko ist verheiratet. Excelsior! Und wenn du dich da einmischst, das geht nicht. Ehre ist halt wichtiger als Liebe in unserem Land, ne? Logan mischt sich natürlich trotzdem ein, muss auch sehen, dass Mariko echt nicht so gut behandelt wird von ihrem Ehemann, ne? Muss aber dann eben feststellen, dass es eine Zwangsehe war, ausgeführt von Marikos Vater, der eigentlich bis dato immer als tot galt und jetzt zurück ist und ein Anführer, also ein Daimyo, der Hand ist. Hand? Ja, das ist deine Hand. Sehr gut. Wir werden alle sterben. Und dieser fordert Wolverine heraus. Erstmal eigentlich nur zu einem Schaukampf, zumindest scheinbar, damit Mariko halt auch merkt, okay, das ist nur ein Schaukampf und Logan flippt bei diesem Schaukampf total aus und versucht jetzt mal einen Vater zu töten. Ganz so ist es aber nicht, weil der Vater, der Daimyo, weiß genau, welche Stellen er treffen muss, um ja den Gegner auszuschalten und ihn schwer zu verwunden. Sprich, ein echter Mensch wäre wahrscheinlich schon längst tot. Rührt sich nichts? Bei mir auch nicht. Das wäre das erste Heft. Und das funktioniert super. Ne? Auch das letzte Heft funktioniert wieder. Aber dann kommen 2 Hefte, die es mir schwer machen, weil sie sich so unpassend anfühlen. Ne? Weil Logan wird danach auf der Straße entsorgt und soll eigentlich von irgendwelchen Schlägern getötet werden. Plötzlich taucht aber eine junge Dame auf, Yuriko oder so hieß die, ne? Und rettet ihn. Ne? Darauf tun die sich beide zusammen, bekämpfen die Hand und erledigen dann einen Gangsterboss, bei dem wir erfahren, dass der aber eben ein Konkurrent zu Marikos Vater ist. Ne? Ohne Achtung, es kann natürlich hier zu Spoilern kommen zu den Titeln, aber das hält sich echt sehr in Grenzen. Und darüber heraus erfahren wir natürlich auch, dass Yuriko im Endeffekt für den Vater arbeitet und Logan manipuliert. Aber eigentlich ist das gar nicht im Sinne des Daimios, weil der würde eigentlich nur Logan tot haben wollen, weswegen Yuriko auch in Ungnade fällt. Und dann geht erst die Handlung wieder richtig dort los, wo sie sein soll, mit der Sache mit Mariko, wo zwar dann auch natürlich diese Yuriko mit eingebaut ist, aber da funktioniert das Ganze wieder. Erst im letzten US-Heft funktioniert für mich diese ganze Sache wieder. Ne? Also, ich finde es besser als damals. Ich habe auf jeden Fall einen Zugang gefunden. Aber feiern kann ich es nicht. Ich weiß, es ist viel gefeiert. Ne? Aber ich kann es nicht feiern. Nein, nein. Muss ich einfach sagen, es gibt aber sehr viele nette Sachen hier drin. Und die muss ich erwähnen. Ne? Ich lese heute anders als früher. Mir fällt ganz klar die Philosophie auf. Mir gefällt ganz klar hier alleine diese erste Seite. Und es wird uns in der ersten Seite des letzten SF, glaube ich, war es auch nochmal aufgegriffen. Mit diesem Spruch von Logan, den wir alle heutzutage kennen, der hier aber erst geprägt wurde. Ich bin der Beste in meinem Job. Doch was ich tue, ist nicht nett. Ne? Die prägenden Zeilen für Logan. Die werden hier geprägt. Und gehen nach hinten hindurch und haben eben auch so ein bisschen was Reumütiges an sich. Ne? Und so haben wir es in dieser ganzen Geschichte halt immer wieder so mit philosophischen kleinen Ansätzen zu tun. Bin ich Mensch oder bin ich Tier? Ne? Wer ist mehr Tier, der Mensch oder das Tier? Ne? Also ne? Das wird uns schon gleich am Anfang auch gezeigt. Da sind wir nämlich erst noch so einen kleinen Einarbeitung, wo Logan einen Bär jagt. Wobei der Bär aber eigentlich nicht der Böse ist, sondern der Jäger, der auf den Bär mit Giftpfeilen geschossen hat und ihn dann den Bären einfach zurückgelassen hat. Ne? Das wird ganz oft aufgegriffen, ne? Solche Gedankengänge von Logan. Das fand ich ganz nett. Auch muss ich einfach ganz klar sagen, das was Frank Miller hier
stylisch für die Panelgestaltung, also nicht unbedingt innen das der Panel, sondern erstmal nur die Aufteilung der Panels macht. Da kommt ganz viel geile Ideen zu tragen, die mir echt gefallen, ne? Also die Panelgestaltung alleine schon, ne? Aber auch in den Panels merkt man viel geile Kunst, ne? Allein das hier. Ist doch geil, ne? Also das ist wirklich größte Kunst. Genauso wie es auch so ein paar Farbsachen gab, die einfach wunderbar funktionieren, ne? Ich suche jetzt eigentlich gerade noch eine ganz bestimmte Szene, finde ich jetzt aber nicht, aber auch hier sowas. Auch richtig, richtig geil, ne? Also es sind wirklich hübsche Sachen dabei. Auch hier ein ganzer Kampf, eine ganze Kampfsequenz ohne großartig Text, ne? Also zeichnerisch hat das Ding ein paar richtig geile Ideen und von der Panelgestaltung sind da auch ein paar richtig geile Sachen dabei. Auch das hier gefällt mir so gut von der Farbgestaltung. Oh, ne? Das war aber auch irgendwo so ein... Hier. Das ist, was ich gesucht habe. Erst rot, dann blau, dann grün, dann wieder blau. Ne? Wunderschön. Oh, hier. Also, da sind ein paar richtig geile Sachen dabei. Da blüht mein bibliophiles Herz auf. Also, es wird so bleiben. Ich tue mich schwer mit diesem Band. Ne? Es ist... Ich kann nicht mehr sagen, er ist schlecht, weil er hat die Ansätze da, die haben mir gefallen, er hat künstlerisch einiges gerissen, ne? Aber für mich bleibt hier dieselbe Krankheit wie bei The Dark Knight's Return, wo ich dann beim zweiten Mal lesen auch gemerkt habe, was das im philosophischen Kontext macht und im sozialkritischen Kontext. Super, auch dort einige künstlerisch richtig geile Sachen, aber am Ende finde ich die Geschichte halt sehr anstrengend beim Lesen. Trick. Und das ist hier halt auch einfach weiterhin der Fall. Trotz allem hoffe ich natürlich dann eben auf jetzt die Shadow Cat Wolverine Story, die da nochmal irgendwie ansetzen muss. Ich habe auch schon durchgeblättert, also scheint Yuriko auch wieder dabei zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Story ist, wo Mariko dann auch stirbt oder ob das nochmal später war. Ne, weil da ist ja noch diese Sache mit Gambit auch noch irgendwo, wo Logan mit Gambit mal dann nach Japan reist, ne? Da weiß ich halt nicht, wo was passiert, ne? Weil habe ich halt auch nicht, ne? Da bin ich halt gespannt, aber... Ich mag es aber nicht. Ja, und es zeigt ja auch, wie lange das Ding im Endeffekt auf dem Lesestapel lag. Es ist eines der ersten Sachen, die bei Hachette erschienen sind. Ich habe es nicht gelesen. Das war noch zum Zeitpunkt, wo ich auch wirklich eigentlich alles von alle Hachette-Bände mir holen wollte. Bis dann halt die Marvel Zombies Collection erschienen ist und dort halt Marvel Zombies 1 und 2 und Massaker drin war und ich wollte halt das Massaker-Ding haben und da habe ich gesagt, naja, holst du dir die Marvel Zombies Collection Band 1 und ja, brauchst du dann von Hachette nicht mehr. Ne? Und dann habe ich halt bei Hachette danach nur noch ausgewählte Sachen geholt. Es gibt zwar immer noch so ein paar Sachen, die ich ein bisschen bereue, dass ich sie mir damals nicht nochmal neu gekauft habe, weil ich sie schon in einer anderen Fassung habe. Das hat aber auch damals auch noch eine finanzielle Situation eine ganz andere. Das wäre gar nicht drinne gewesen. Ne? Aber gut. War damals dann eben ad acta gelegt, aber wie gesagt, der gehörte noch zu denen, wo ich es noch probiert habe. Aber ich habe ihn halt nie gelesen und jetzt halt nur gelesen. Wegen diesem Band, sonst hätte ich es nicht gemacht. Ne? Wie gesagt, ich kann verstehen, dass Leute das feiern, aber ich werde es halt nicht feiern. Für mich ist es halt einfach nur sehr, sehr anstrengend. Das ist mein Endfazit dieses Bandes. Ne? Gerne ein Like hinterlassen, wenn euch das Video gefallen hat. Gerne mal die Links auschecken, gerne die Glocke abonnieren. Die Glocke abonnieren. Die Glocke aktivieren natürlich. Ja gut, damit würde ich sagen, das war's und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss Leute.